Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Kingdoms of Amalur, Reckoning, und unser Held Pepe ist jetzt hier in so einer Art Arena und kämpft gegen andere Helden von Melzentia. Und das soll, ich hoffe, das sind Freundschaftskämpfe, also ich hoffe, dass die nicht getötet werden. Also der erste Kampf, der ist schon vorbei. Eine Leiche sieht man nicht, also es ist möglicherweise so, dass es wirklich freundlich endet, oder? Ja, also das scheint nicht bis zum Tod zu gehen. So, dann gehst du mal wieder hin zu der Moronwin. Bis der Gegner soweit erledigt ist. Mhm. Okay, auf zum nächsten. Der letzte Kampf mit Enion war interessant. Er hat sich besser geschlagen, auch wenn ich nicht überrascht war, dass ihr ihn besiegt habt. Seid ihr bereit für eure nächste Herausforderung? Ja. Ach so, wir fragen sie jetzt erstmal auf. Nee, hast du doch schon gemacht. Genau, haben wir doch schon gemacht. Ja. Warum ist das jetzt wieder hell? Ach, weiß ich auch nicht. Euer nächster Herausforderer ist Tarik Smith. Er verbringt den ganzen Tag damit, Stahl zu klopfen. Lasst euch nicht auch von ihm klopfen. Geht mit Lyria. Mhm, na schön. Okay. Aua! Was machst du denn? Hast du deinen Freund geholt? Brauchst du den für den Schnitt? Ich dachte sicherheitshalber, aber der war so unfein und hat gleich zugeschlagen. Ja, recht hat er. Würde ich auch machen. Ah, hat er gesagt. Und Blutflecken gibt's hier schon ein paar. Ich hoffe, ihn hat es nicht zu sehr erwischt. Er ist schließlich der Schmied. Und den braucht man ja. Na, ja, da ist er schon wieder. Auf jeden Fall. An der Schmiede und arbeitet. Ihr habt euch im Kampf mit dem Schmied wahrlich nicht zurückgehalten. Ich hoffe, er kann morgen noch einen Hammer halten. Das Als nächstes wir. Möchte Sephedra Vöhl gegen euch kämpfen. Seid ihr bereit? Ja. Sephedra ist mein bester Speer. Schnell und wendig. Wenn ihr ihr auch nur ein wenig Platz lasst, macht sie den Ring zu eurem Grab. Geht mit Lyria. Tja, also wir wollen sie nicht töten. Ich hoffe, sie will uns auch nicht töten. Nicht. Sie ist nur eine Assassine. Speer sind das ja wohl. Arbeitet auch mit. Pass auf. Ja, arbeitet mit Dolchen. Genau, hat sie ja gesagt. So. Wo ist denn mein Heini? Ach, der hat sich einfach vom Hof gemacht. Faulpelz. Ich dachte, der wartet hier auf mich. So, aber nein. Sephedra hattet ihr keine große Mühe. Vielleicht solltet ihr nun Edran Tyr gegenübertreten. Edran Tyr? Ich wusste gar nicht, dass der auch... Na gut. Ich dachte, das andere wäre ihre Schwester. Edran Tyr hat dreimal überlebt, als seine Kompanie bis auf den letzten Mann gefallen ist. Dieser Soldat... Na, wir kennen ihn. Auf. Wir finden ihn ganz in Ordnung. Er kennt keine Furcht. Ihr werdet die Macht der Götter benötigen, um ihn in die Knie zu zwingen. Viel Glück. Geht mit Lyria. Na dann. Wir mal sehen. Wir kennen ihn. Edran hat überlebt. Immer wieder. Also er ist schon gut, das sieht man. Und du kannst auch kaum was, das brauchst lange, um ihm wirklich auch nur ein bisschen Schaden zu machen. Er ist sehr gut der verträgt einen Stiefel. Ja, hat eine gute Rüstung. Widerstanden hat er ebenfalls, aber jetzt ist er. Tja. Liegt er da nieder. Den hätten wir auch. Ich dachte, das wäre ein... Vier nur gewesen. Und letzte sollte ihre Schwester sein. Aber ich speichere mal zwischendurch. Ja. Ist ja nicht verkehrt. Edran ist härter gefallen, als ich erwartet hatte. Sehr gut. So, und jetzt kommt deine Schwester, richtig? Die letzte Herausforderin ist meine Schwester, Ragnar. Sie ist die beste Waffenschmiedin in der Alpha-Armee und eine einzigartige Kämpferin. Sie wird ihr Schwert in eurem Herzen begraben, wenn ihr nicht auf der Hut seid. Unterschätzt sie nicht. Ja, ich finde es immer so lustig, wie die das sagen. In den Herzen, das würde ja bedeuten bis zum Tod. Das wollen wir doch aber eigentlich im Grunde gar nicht. Oder? Naja, ich finde immer so lustig, was sie sagen. Ja. So wie sie das sagt, das klingt ja wirklich wie ein Kampf bis zum Tod. Heini ist ja noch da, aber der steht nur dumm rum. Der hat ihr wahrscheinlich, als sie ihn widerstanden hat, sie aber nicht lange. Tja. So. Ritus der Ehre. Ich hoffe, alle sind noch am Leben. Heini stand nur dumm in der Gegend rum. Die größten Krieger der Alpha haben nacheinander gegen euch gekämpft. Alle waren euch unterlegen. Nun bin ich an der Reihe. Ich bin Bronwyn Aurelia Senn.
das erste Schwert der Alpha. Ich wurde in der Schlacht geboren und Hunderte sind durch meine Hand gefallen. Lasst uns sehen, aus welchem Holz ihr wirklich geschnitzt seid, Held. Geht mit Lyria. Tja, es wird jetzt wohl hart. Das erste Schwert ist immerhin das erste Schwert. Ja, die ist auch mächtig widerstandsfähig. Ja, ja, die ist wirklich widerstandsfähig. Wow, die hält aber was ja aus, hä? Na gut, aber du musst ja auch sehen, wie gut du dich da schlagen kannst. Da habe ich jetzt aber alles aufgefahren, was ich hatte. Mhm. Na gut, ist gut zu wissen, dass wir so gute Helden haben. Man, die müssen ja wahrscheinlich weiterkämpfen. Also da war jetzt alles drin, was ich hatte. Na, Bronwyn, wie geht's außer so? Meucheln. Sie übt gerade noch. Ich verdiene große Ehre, Krieger. Noch nie habe ich jemanden mit euren Fähigkeiten bekämpft. Nehmt dies. Tilera selbst hat mir diese Klinge dafür überreicht, dass ich den Tuatha Xerastes getötet habe. Doch ihr verdient sie mehr als ich. Na, ich weiß die Alpha nicht. Verehren na, euch. Na, das mögen muss die nicht sein. Euer Kommen fürchten. Langschwert des Letzteres Verschlingens. Ja, aber mit dem Langschwert des Verschlingens kannst du vermutlich mehr anfangen wie ich. Hm. Na gut. Aber ist nett. Wir können es uns trotzdem mal angucken. Vielen Dank, Bronwyn. Danke, danke. Jetzt gucken wir mal, was es für ein Schwert ist, was wir da gerade bekommen haben. Dann gucken wir uns das Langschwert mal an. Naja, ja, mit dem Lebenraum 63 Körperschaden, 25 Durchbohrung und vor allen Dingen 15% Chance pro Treffer, ja, 20 Leben zu rauben. Das habe ich mir auch ja genau angeguckt. Das war es ja gerade, was ich so das gut... Das ist natürlich gar nicht so, verkehrt, wir haben auch noch, halt, komm, sowas. Was haben wir noch gefunden? Konsumgut. Ach so, nichts Interessantes. Das Neues. Nee, ist okay. Weil wir sind eigentlich immer da so doof. Da war nur Konsumgut, ja. Ja. Da und haben wir gucken irgendwo irgendwas hier, große Juwelenknüppel. Erhöht das Talent. Naja, Pepe benutzt die überhaupt nicht, die Tränke. Also wirklich nur in Ausnahmesituationen. Danach ja ist es. Naja. Selbst bei der großen Schlacht ja habe ich völlig vergessen, absolut. Also denkt dass ich dran mein Rad. Was irgendwie schon erstaunlich ist, weil du gerade bei Witcher und so, da hast du ja sehr viel damit gearbeitet. Ja. Und es war auch nötig. Aber da, das wollte ich gerade sagen, da war es auch wirklich nötig. Ja. Da kam man gar nicht ohne davon, Tränke wenn aus man die Tränke nicht genutzt hat. Ich jedenfalls nicht. Ja. So. Hinter mir liegt das Gefängnis von Mel Senshier, Held. Alle Gefangenen haben Waffen erhalten und wurden auf der Mauer postiert. Aha. Das Gefängnis aha ist leer. Gut. Also ich meine, ich hoffe, schlecht, dass die noch leben zum Teil, die Leute. Ja. Die meisten Verbrecher hier sind Deserteure oder sich prügelnde Trunkenbolde. Das Gefängnis ist im Moment leer. Alle Gefangenen haben Waffen erhalten und wurden auf der Mauer postiert. Tja. Na gut, ich meine, sie würden hier auch niedergemacht. Ja, es ist besser, klar, sie kämpfen um ihr Leben, als dass sie da in ja den Dingern abgeschlachtet werden. Als dass werden sie da rumsitzen ja und drauf warten, geschlachtet ja zu werden. Der Verlust des Großgenerals ist ein schrecklicher Schlag. Sie war der größte Krieger in der Armee. Ja. Dieser Krieg dauert schon so lange an, dass es scheint, als hätte die Stadt nie etwas anderes gekannt. Mehrere Male glaubte ich, die Stadt würde fallen. Doch es war nicht unsere Bestimmung. Irgendjemand muss das Gefängnis bewachen. Auch wenn ich viel lieber die Tuatha bekämpfen würde. Wozu musst du das Gefängnis bewachen, wenn sowieso keiner drin ist? Das wollte ist ich auch gerade damit's fragen. Damit es keiner klaut mir, oder was? Dass du ja sowieso sagen würdest. Das ist ja so klar. Macht irgendwie nicht den richtigen Sinn, ne? So. Wahrscheinlich wartet ja sie auf die nächsten Trunkenbolde, die da wieder eingesperrt werden. Die Kneipe ist ja wieder offen. Moment mal, hier sind wir doch hergekommen. So, ja. Da müsste das hier wieder das Krankenhaus ja sein. Ja, ist es ja, ja da ist ja das es Zeichen. Ja, glaub, viel mehr gibt's dann ja sind nicht wir hier soweit fertig. Ja. Dann gehen wir mal uns den Dammwald angucken. Ja. Ja. Was für Aufträge haben wir eigentlich? Ja,
Wir müssen noch Todesnachrichten überbringen. Naja, das ist aber... Wir müssen den Unbekannten nicht überbringen, wir müssen den Boten, der uns, wir müssen Bescheid sagen, dass wir alle Leute informiert haben. Aber das hier ist wohl der nächste Aufgabenstrang. Kann man denn von hier aus überhaupt nach Apotüre kommen? Muss man ja aber eigentlich, man muss ja irgendwie den Auftrag abschließen können. Hallo Sverikura, wer bist du denn? Ich habe gehört, was ihr bei der Belagerung geleistet habt. Nichts anderes hätte ich von euch erwartet. Aha. Viel sehen wir ja nicht von dir, außer seine Spitzen. Wo es einen Krieg gibt, da sind auch die Kriegsgeweihten. Wir führen die Leben von Soldaten. Es geht einem in Fleisch und Blut über und da bleibt es auch. Sämtliche verfügbaren Schilde und Klingen aus den Festen des Ordens kommen hierher. Hierher, wo die Todesschreie ebenso endlos sind wie die Wellen des Meeres. Der kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ja, klar. Den haben wir schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Frag mich. Schreist du uns jetzt wieder an? Nein. Warum bist du nochmal mit dem Spiel? Soldaten geben dort draußen ihr Bestes. Aber es ist immer noch doch schon ein Albtraum. Mit ihm gesprochen, ausführlich. Nach dem Kampf. Ja. Nehmt euch vor diesen rotäugigen Bastarden in Acht. Kann ja sein, dass er was zu sagen hat, bevor wir rausgehen in den Dammwald. Das hat er vorher schon gesagt, nehmt euch vor diesen rotäugigen, was auch immer das ist. Ich weiß ja nicht, wer das ist, die Tuata, dachte ich aber. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier so draußen. So richtig hübsch sieht und da gibt es schon wieder so ein Ausrufezeichen. Ja, und hier stehen... liegen schon jede Menge Särge rum. Hier da, halt. Natürlich, immer noch. Nehmt euer Begehr! Nehmt eure Hände von mir, Narren. Ich bin kein Tuata. Ich muss den Belagerungssprecher sprechen. Da ist jemand. Ja, wo? Wahrscheinlich da, wo das Ausrufezeichen ist. Da ist Alin Shir, da ist jemand. Na, das... Sephetra Will. Sprecht mit Hauptmann Drefan, wenn ihr nach Arbeit sucht. Der Krieg wird nicht allein durch rohe Gewalt gewonnen. Es erfordert Wissen und Planung, um einen Gegner zu besiegen. Ariad haben wir schon mal. Das ist die Aufgabe der Ariad. Sie müssen das Wissen erwerben, das uns zum Sieg führen wird. Und manchmal müssen sie auch jene der anderen Seite eliminieren, die über ähnliche Kenntnisse verfügen. Die Ariad, das sind ist ja die Speereinheit, wir gehört. Drefan führt die Ariad an. Ich hatte noch nie viel für Offiziere übrig. Aber er nimmt die Dinge in die Hand und kümmert sich um seine Männer. Und Frauen. Ich wurde nach meiner dritten Schlacht hier gefragt, ob ich den Ariad beitreten will. Seit damals habe ich vermutlich mehr Zeit in Chlorikon als in Melsensch hier verbracht. Gut. Auf Wiedersehen. Ist das Drefan der andere da? Oder wer ist das? Nee, ist aber auch einer von der Ariad, schätze ich. Aber den können wir ja noch nicht. Wollen Sie mit dem sprechen, oder? Ich bin es. Ihr habt mir in Rath hier einen Gefallen getan. Erinnert ihr euch nicht? Meine Familienwaffen. Ach ja, du bist das. Ahne, Krieg. Ihr auch, wie man hört. Wie es aussieht, bin ich für den Kampf recht gut geeignet. Man nennt mich einen Helden. Ist das zu glauben? Ja, wir haben doch seine Sachen gebracht, die Kriegswaffen. Ja, wo die Familienwaffen und das Wappen noch im Schloss waren, das er verkauft hat. Früher dachte ich, man würde in einem Turm sitzen, gelegentlich einen Feuerball wirken und sich von Hartkeksen ernähren. Aber hier draußen ist es völlig anders. Völlig. Ja, erstaunlich. Er saß ja nur da und hat das Familienvermögen versoffen. So ungefähr. Ich kann es selbst kaum glauben. Aber da stand ich nun, auf dem Schlachtfeld, vor mir eine Horde Tuata. Aber mein Stab war schneller. Ich habe sie aufgehalten, bis Verstärkung kam. Später haben sie mir dafür einen Orden verliehen. Nun gut, dann kann man nur hoffen, dass es dir weiterhin gut geht. Ja, pass auf dich auf. Aber schön, dass man mal wieder jemanden trifft, den man schon mal vorher getroffen hat. Ja, das finde ich auch immer gut. So. Ach, das ist Das ist der Hauptmann Drefan. Von den Ariad. Ihr habt den Balor getötet. Ich verneige mich, Held. Ich befehlige die Ariad.
Wir sind Kriegerspäher. Die Augen der Alpha. Meine Männer erkunden den Rückzugsweg der Tuatha. Doch ich fürchte, ich habe sie an diesen verfluchten Wald verloren. Warum das? Sie hätten längst zurückkehren sollen. Meine Männer sind nie zu spät. Sie sind, wo sie sein sollen, oder sie sind tot. Solltet ihr zufällig in den Wald gehen, dürfte ich euch um eure Hilfe bitten? Natürlich. Klar. Wie kann ich denn helfen? Ja, wir sollen uns umgucken, ob wir sie finden, ne? Ja, würde ich auch sagen. Drei meiner Männer sind verschwunden. Aber wenn ihr Hinweise darauf findet, was ihnen im Dammwald widerfahren ist, lasst es mich wissen. Von Krieger zu Krieger, ich stünde in eurer Schuld. Und wenn es euch die Arbeit versüßen würde, bezahle ich auch Gold. Nicht nötig. Nicht unbedingt nötig. Kannst du nochmal durchfragen, Dammwald? Ja. Ja. Er heißt so, seit die Grundmauern von Melsentia errichtet wurden. Wir wissen, dass selbst die kleinsten Pflanzen und Tiere dort können einen töten. Die Männer und Frauen der Ariad werden speziell ausgesucht, weil sie über besondere Fähigkeiten verfügen. Wir sind die Augen der Alpha-Truppen. Unsere Aufgabe ist es, uns unter dem Feind zu bewegen, zu beobachten und abzuwarten. Und wenn es nötig ist, auch zu töten. Ja, die haben nicht wie ich vergessen, das zu skillen, ne? Es kümmert mich nicht, was auf der Mauer geschehen ist. Tilera war durch und durch der Großgeneral. Mhm. Für die Ariad und mich wird sie immer eine Heldin sein. Genau. Ich führe die Ariad jetzt schon seit etlichen Jahreszeiten an. Ich habe vielleicht nicht die Ausstrahlung wie einige unserer anderen Anführer, aber ich erledige meine Aufgabe. Gut. So, und wo könnten die Männer sein? Ja. Tief im Dammwald vermutlich. Mhm. Ich habe drei Soldaten in den Wald geschickt, um die Tuatha zu verfolgen. Wohin sie dies geführt hat, das kann ich nicht sagen. Mhm. Na gut. Nicht sehr hilfreich. Mhm. Meine Männer und ich sind froh, diese Mauern hinter uns zu lassen. Es wird höchste Zeit, dass sich unsere Führung dazu entscheidet, uns auf diese Tuatha-Hunde loszulassen. Ei, Clurikon ist dazu verdammt, im Blut zu versinken. Merkt euch meine Worte. Ja, ich fürchte, da wird noch so einiges an Blut fließen müssen. Mhm. Widerwärtige Kreaturen. Je schneller wir sie alle erledigen, desto besser. Tja, aber die kommen immer wieder, oder nicht? Naja, aber wir haben ja gehört, dass es auch Jahre dauern kann, bevor sie wiederkommen. Für eine gewisse Zeit sind sie dann nicht mehr da. Wohl. Wir müssen sie schneller umbringen, bevor wie sie wiederkommen. Na schon. Aber das kann natürlich sehr mühsam sein. Alin Shir, was ist los mit dir? Die läuft ständig um diesen Soldaten drumherum. Na gut, vielleicht gehen wir jetzt mal entsprechend in einen anderen. Ich habe doch nicht an den Toren gekämpft, damit so ein Feier jetzt einfach durch die Vordertür marschiert. Ach guck mal, da ist ein Feier. Und der hat Probleme, das haben wir vorhin doch schon gehört. Ich kann Alin Shir nicht... Nee, doch, ihr seid auf jetzt. Dem Weg in die Sümpfe, nehme ich an. Das war ja schwierig. Von keinen, die uns weiterhelfen würden. Nach einem Jahrzehnt unter der Kontrolle der Tuatha sind sie alle verstummt. Falls es dort draußen aber noch welche gibt, werden sie mit Sicherheit nach euch suchen. Haltet einfach die Augen offen. Ihr werdet euch immerhin in ihrem Sumpf aufhalten. Das sind die anderen, die da kämpfen. Ja, nichts Neues. Macht euch auf den Weg. So, gut, mache ich. So, und das ist der Pfeil, den sie nicht reinlassen wollen. Ihr seid derjenige, nach dem ich suche. Ja. Sydan. Sydan, es ist mir eine Freude, den Belagerungsbrecher kennenzulernen. Insbesondere hier, in einem Land, in dem Freude allzu selten geworden ist. Ich bin Kydan, der Verbannte, ausgestoßener Prinz des Hauses der Sorgen. Ich bin hier, um euch in unserer Heimat willkommen zu heißen. Ich sehe den Zweifel in euren Augen. Aber obwohl ich ein Feier vom Hof des Winters bin, so haben wir beide doch einen gemeinsamen Feind. Natürlich, okay. Klar, die Tuatha, das ist uns auch klar. Ja. Wer bist du? Ich bin Kydan, der Verbannte. Einst war ich Prinz des Hauses der Sorgen, aber meine wahre Verpflichtung gilt dem Hof des Winters. Godflow und die Tuatha haben die Winterfeien ihrer Ehre und Würde beraubt. Doch mit eurer Hilfe kann ich ihrer Herrschaft ein Ende machen. Ich bin offenkundig kein Tuatha. Ich empfinde ihnen gegenüber einen Abscheu, den Sterbliche niemals verstehen könnten.
Ich habe mich euren Reihen einfach friedlich genähert und den Wunsch zum Ausdruck gebracht, den Belagerungsbrecher zu haben sie zu ihnen aber nicht erlaubt. Und wie es scheint, erkennt selbst der einfachste sterbliche Soldat einen Verbündeten gegen einen gemeinsamen Feind. Ja, sonst hätten sie ihn ja nicht durchgelassen. Dort stehen lassen, er steht da, ist er nicht noch nicht. Gut. Naja, muss ja irgendwie... Na, hat irgendjemand gesagt, wir wollen doch nicht, dass jetzt... Der hat sich irgendwie nicht so freundlich geäußert, aber ist doch egal. Wurscht, die Tuata. So ist es. Ihr habt hier Gewaltiges geleistet. Aber die Tuata Deon sind alles andere als besiegt. Hm. Bevor ihr das Herz angreifen könnt, müsst ihr zunächst das Fett entfernen und die Knochen durchtrennen. Trefft euch mit mir und meinen Brüdern in Feindesfeuer östlich von hier, wenn ihr Gardflows Herrschaft ein Ende machen wollt. Dort können wir uns weiter unterhalten. Mhm. Okay, dann erzähl mal. Agard, kennst du Agard? Ja, ich bin mit Agard gereist. Damals in seinen besten Jahren. Doch das sind Geschichten, die ein andermal erzählt werden sollten. Aha. Also kennt er ihn. Der kennt sie ja alle. Und ich habe gesehen, wie sie arbeitet. Ein toter Diplomat hier, ein gerettetes Friedensabkommen da und dann noch eine Handvoll Lügen, um einen Unschuldigen zu beschützen. Ja, das passt. Als Sammler von Geheimnissen weiß ich kaum etwas über sie. Nichts könnte schöner sein als ein Mysterium wie sie. Ja, das hat er doch gut auf den Punkt gebracht. Obwohl er sie nicht persönlich kennt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber hat von ihr gehört. Ich bin Kydan, der Verbannte. Einst war ich Prinz des Hauses der Sorgen, aber meine wahre Verpflichtung gilt meinem Volk. Gardflow und sein neuer Gott haben die Winterfeiern ihrer Ehre und Würde beraubt. Ich werde seiner Herrschaft ein Ende machen, sowohl für das Haus als auch für das erlittene Leid. Und mal hoffen, dass das klappt. Wenn Sterbliche an die Feiern denken, haben sie meist den Hof des Sommers im Sinn. Und warum auch nicht? Sie sind strahlend und aufrichtig, wenn auch viel zu sehr von sich überzeugt. Aber stellt euch gerne vor, dass alle Feien so sind wie sie. Wenn ihr wirklich verstündet, wie der Rest von uns ist, würdet ihr es niemals wieder wagen, ein Auge zuzumachen. Aua. Ja. Klingt nicht gut. Nee. Der Hof des Winters. Wir sind nur noch ein Schatten dessen, was wir waren, bevor Gardflow unsere Gedanken vergiftet hat. Aber für die Verkörperungen des Verfalls erscheint das wohl passend, nicht wahr? Hm. Im Gegensatz zu unseren unbeschwerteren Geschwistern vom Hof des Sommers werden wir allerdings kämpfen, um unsere Länder von den Tuata zu befreien. Genau wie es auch ein verwundetes Tier tun würde. Hm. Gut, weiter. Was hat der? Sieht auch aus wie ein Tier. Sein Stock. Na, unförmlich. Oder Bogen, was er immer das sein mag. Sieht auf jeden Fall schön geschnitzt aus. Hm. Wir sind das, was von den Winterfeiern noch übrig ist. Flüchtlinge aus der Hauptstadt Bale, Ausgestoßene des Hauses und jene, die den Prismärklingen entkommen konnten. Hm. Die Tuata haben uns unseren Hof und unser Geburtsrecht genommen. Und dafür werden wir ihnen das Leben nehmen, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Ich glaube, es ist ein Stock, ein Zauberstab. So ein Bogen sieht mir alles könnte nicht sein, aus. Obwohl hier es... Na, das sieht ist fast aus wie eine Stock. Bogenszene. Ach so, das könnte sein. Na gut. Wir schreiten seit unzähligen Zeitaltern durch diese Länder und spielen dabei immer wieder dieselben Rollen. Wir sorgen dafür, dass der Kreislauf aus Geburt, Tod und Wiedergeburt stets erhalten bleibt. Doch nun stehen wir vor dem Ende unserer Lebensweise. Und es kommt nicht durch die Sterblichen, wie einige befürchteten, sondern durch unsere eigene Art. Ja, er hat eine ganze Menge zu erzählen, ne? Mhm. Erzähl mal was über Gardflow. Dieser Wicht war früher nicht mehr als ein possenreißender Narr am Hof des Winters. Dass er genug Macht erlangt hat, um sich gegen den Hochkönig zu erheben und ihn zu besiegen, das lässt einen beinahe glauben, dass an der Geschichte über seinen Gottier noch doch etwas dran ist. Wer weiß, was für ein Gott er hat, ne? Was der Hofnarr übernimmt, ihn die Macht. Naja. Naja, die Kristalle scheinen ihm die Macht zu geben. Möglicherweise, aber irgendjemand muss ja dafür gesorgt haben, dass er sie kriegt oder dass er weiß, wie er sie benutzt. Ja, das stimmt. Das Haus der Rache war ein Ort erbittertster Ehre und stoischer Entschlossenheit, gegen die selbst Granit weich und brüchig erschien.
Doch das ist vorbei. Als sich Gardflo erhob, entfesselte er ihren angestauten Hass und lenkte ihn gegen die Sterblichen. Jetzt werden sie von einem grausamen Mischling angeführt, der mehr Bestie als Feier ist. Also hat er da auch die meisten auf seine Seite gezogen? Das Haus der Sorgen ist die Heimstatt der Liebeskranken, der Verzweifelten und der von Hoffnung Verzehrten. Gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern habe ich zurückgewonnen, was uns die Welt genommen hatte. Und jetzt haben uns die Tuata unser Volk, unsere Häuser und unsere Selbstachtung genommen. Wir betrauern diese Verluste, aber wir werden sie zurückgewinnen, was auch immer dafür nötig sein wird. Die Heimat meines Herzens und das Grab meiner Sorgen. Es ist der Ort, den die Tapferen und Törichten aufsuchen, um zu sterben. Und im Tod nähren sie die Geschickten und Listigen. Es gab in unseren Ländern schon immer Prismär, aber erst als die Magie in unsere Welt strömte, wurden sie zu etwas anderem als einfache Gemmen. Aha. Die Tuata haben die Seele der Dunkelfeien selbst besudelt. Sie haben unser Volk verdorben, uns unsere erhabenen Häuser gestohlen und unsere wahren Anführer ins Exil getrieben. Ich habe versucht, die Dunkelfeien gegen sie zu vereinen. Doch als wir erkannten, welche Bedrohung sie darstellten, war es schon zu spät. Aber ich werde nicht aufgeben. Kennst du auch Ventrinio? Kein Grund, überrascht zu sein. Wir wissen, dass ihr den Totensammler sucht. Geheimnisse zu kennen ist eine unserer Spezialitäten. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ihr hier mit ihm zusammengearbeitet habt. Aber andererseits war das für euch in einem anderen Leben, nicht wahr? Tja, nur davon weißt du ja nun gar nichts mehr, du großer Held, stimmt's? Nee. Da weiß er ja mehr. Offensichtlich. So, wie lautet euer Angebot? Wir sollten hier nicht miteinander sprechen. Clurikon ist voller Spione der Tuata. Reist zu den alten Ruinen von Feindesfeuer. Wir treffen uns im Inneren und dort können wir uns auch unterhalten. Okay. Na gut. Seid vorsichtig. Es gibt deutlich schlechtere Diese Verbündete Sümpfe als die Winterfeien. Ja. Es ist ein Bogen. Ist ein Bogen, ja, der sieht irre aus. Siehst du? Ja, jetzt sehe ich's. Ja, das sind zwei Antilopen. Ja. Sieht toll aus. Schöner Bogen. So, wir haben mit allen gequatscht, dann gucken wir mal auf die Karte. Ja. Na, du kannst aber auch mal auf deinen Quest-Dings gucken. Oder was willst du jetzt machen? Nee, ich würde sagen, ich mach's wie immer. Ich laufe einmal drum rum und dann sehen wir, was es hier so alles gibt. Und dann arbeitet man die ganzen Aufträge ab, die man unterwegs einsammelt. Okay. Dachte ich mir einfach so. Warum nicht? Die Antilopen, die brüllen hier immer so, aber das, was hier rumläuft, sind Ratten und keine Antilopen. Und die haben auch nicht gebrüllt. Ich habe gar keinen Brüllen gehört. Oh. Also wirklich? Tja. Och, das ist ein Toter. Valen Forsteed. Der hat sogar einen Namen. Müssen wir den kennen? Ich hoffe nicht, dass er uns fehlt für den Quest. Nee, wahrscheinlich nicht, aber weißt du, es ist ja nur seltsam, dass da ein Name steht. Hat ja meistens was zu bedeuten. Ja. Sagt mir allerdings... Ein Grab plündern, gut. Plündere ich das Grab, nimm alles mit, was da ist. Knochen und Schädel, das ist das Wichtigste überhaupt. Da gibt es bestimmt noch mehr Gräber. Aber warum war da Gold drin? Keine Ahnung. Kennen die auch so einen Fährmann auf die andere Seite? Nicht die geringste Ahnung, warum hier Gold mit drin war. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch die Knochen mitgenommen, weil mich das immer irritiert. Und dann laufe ich 100-mal dahin. Jedenfalls gefühlte 100-mal. Ach so, ja, weil die hier immer als Truhen angegeben sind. Rattenfleisch willst du nicht mehr mitnehmen? Aber hier, Lebensregeneration ist ja nicht schlecht.
Aha. Wie soll ich denn also, da also wenn du jemals diesen einen Auftrag abgibst mit der Sache hier, mit den Informationen oder... Ah, das ist hinter der Wand vermutlich, ja. Für die, also mit diesen Schriftstücken, die du den Leuten hinterbliebenen gebracht hast, du musst die irgendwo auch noch abschließen, dann solltest du auch gleich Rattenfleisch verkaufen und dann deine Finger von Rattenfleisch lassen in Zukunft. Ja. Also manche Aufträge das Problem ist, ja, das Problem dabei ist... Was? Die das, leuchten immer noch. Das für immer und ewig da liegen bleibt. Und leuchtet. Ja. Naja, du beschwerst dich bei manchen Spielen, dass da die Sachen nicht lange genug liegen bleiben. Wenn du wieder rausgehst und wiederkommst, ist da nichts mehr da. Und hier beschwert man sich jetzt, dass sie liegen. Dass alles liegen. Also man kann es Leuten nie recht machen. Man beschwert sich immer. Ist immer so abhängig von dem, was man sich gerade so wünscht und was weiß ich hier. Also, ja. Schlimm eigentlich. Aber es ist insofern nicht so tragisch. Mann! So. Rutzelt mal schön. Ja. So, was ist nicht so tragisch? Es scheint keinen Platz einzunehmen. Ja, ist gut. Da hinten ist übrigens ein Stein. Den können wir uns auch holen, dann machen wir Schluss. Ja. Ja, das wollte ich sagen. Also insofern kann man die hier unterwegs einsammeln, solange man lustig ist und das Zeug rumliegt. Ach so, jetzt geht's ja auch in Ordnung. Ja, das liegt ist klar. Unterwegs. Das könnt ihr wegfahren. Die Robe der Zyklen. Mhm. Rüstungswerte. Halt, kannst du nochmal nach unten gehen? Diese Gewänder sind alles, was von dem mystischen Sommerfeind des Hauses der Zyklen noch bleibt. Auch ja. Traurig. Okay, ein blutgetränktes Tagebuch, das muss man natürlich lesen. Die Lehrer ist es ja. Ja. Und weil? Tja, das hat er wohl nicht mehr geschafft, an die Eisbruchküste zu seinem Bruder zu gehen. Nee, hat er nicht mehr gepackt. Eingefallen. Zu Edran Tür zurückkehren. Das ist der Bruder von Edran. Aha. Diese Leiche hast du hier gefunden. Damit hast du einen Auftrag erledigt. Ja. So, dann geht's. Das war der eine Speer. Jetzt wollen wir zu dem Speer nicht. Edran Tür. Edran Tür ist doch derjenige, den wir in der Stadt getroffen haben, oder nicht? Kannst du ja gucken. Ja, werden wir dann gucken müssen. Gegen den hast du doch auch gekämpft. Ich dachte, das wäre einer von den Speeren gewesen, aber das kann auch sein, dass das der war, der sich da vor ihn geworfen hat. Mhm. Okay, den Stein hören wir uns noch schnell an. Ja. Es war eine Zeit der Veränderungen. Die Zyklen drehten sich wie immer, doch in den Knochen der Erde schlummerte eine Kälte. Es war nicht die Kälte des Winters. Neben den Häusern der Sorgen, des Stolzes und der Rache gärte ein neuer Tumult. Eine bisher nie gesehene Magie. Gut. Okay. Dann machen wir jetzt Schluss. Hast du das Brüllen jetzt wieder nicht gehört? Ich hab's gehört. Ja. Aber wir machen jetzt trotzdem Schluss. Gut. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.